Hallöchen, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber noch nie richtig dokumentiert. Deswegen versuche ich mal ein Video zu machen, wie das ist, als absoluter Anfänger Bonsai-Bäume zu pflanzen. Das hier war so ein Set, da gab es verschiedene Bäume, bisschen Aufzugssachen, die habe ich aber nie benutzt, hat nicht so geklappt. Ja, dann gibt es Samen dazu und jeder Baum hat eine bestimmte Anleitung. Hier der Ölbaum zum Beispiel, der muss erstmal 24 Stunden im Wasser. Hier genauso, also der Samen. Dann in feuchte Aufzuchterde, Folie drüber, Löcher rein, so wie hier ungefähr. Ja. Hier kann man das sofort machen. Australische Kiefer. Hier ist eine Wüstenrose, genauso. Und dann habe ich noch einen amerikanischen Amberbaum. Da funktioniert es genauso. Die Kiefer, die habe ich schon mal zweimal gepflanzt, vor 4 Monaten circa. Einer ist gestorben, sag ich mal. Also der ist hier, der sieht dann so aus. Und einer hat, sag ich mal, überlebt. Das sieht dann so aus, ungefähr nach 4 Monaten. Die Wüstenrose habe ich auch schon gepflanzt, zweimal erfolgreich. Zeige ich euch auch einmal. So, das wäre dann hier. Auch gleicher Zeitraum wie der andere, also circa 4 Monate. Und die sehen dann so aus. In der Anleitung steht, man soll die nicht so oft gießen, weil der Stamm relativ dick ist und da speichern die wohl das Wasser. Ja, und da teste ich das jetzt aus. Ist natürlich schön zu sehen, wenn es erfolgreich ist und es klappt. Und dauert natürlich, ist ein ewiger Prozess. Aber kann man pflanzen, beobachten, muss man nicht so viel machen. Macht schon relativ viel Spaß. So, und die letzten Samen, Moment. So, die letzten Samen sind hier im Kühlschrank. Habe ich das Datum drauf geschrieben. Ein Mammutbaum und ein roter Fächerhorn. So, laut Anleitung soll man die im Kühlschrankbereich für eine Woche lagern und danach kann man die einpflanzen. So, da werde ich euch immer auf dem Laufenden halten und mal gucken, wie die Reise weitergeht.